Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute haben wir mal ein Technik-Gadget, das nicht cool ist, aber sehr, sehr praktisch und hilfreich, nämlich einen Handstaubsauger. Ja, schauen wir uns das Ding mal an, oder? Der kommt von der Firma Einope und hat hier so eine kleine praktische Tragetasche mit dabei. Da kann man das ganze Teil mit dem Zubehör reinstecken. Und das alles hier finden wir noch in der Box. Verschiedene Bürsten, einmal das Ladegerät mit so einem proprietären Anschluss. Ihr seht schon so ein rundes Steckerchen, das dann dort eingesteckt wird. Und dann ganz normal hier ein fest verbundenes Ladegerät. Und damit ist das Teil hier in 3 Stunden wieder aufgeladen. Ja, und aufgeladen wird hier ein Lithium-Ionen-Akku und zwar 2600 mAh stark. Und der Motor, der hier drin steckt, der hat eine Leistung von 75 Watt. Das heißt, wenn man das Ding mal einschaltet, dann wird es zum einen etwas lauter, aber ich finde, das geht noch. Und man kann 25 bis 30 Minuten, also eher 25 Minuten, dann hiermit reinigen und saugen. Und schaut mal her, ihr habt es im Intro schon gesehen. Ja, das hat sogar ein Lichtchen dran, damit man im Dunkeln, wenn man dann am Rumsaugen ist oder im Auto, dann noch ein bisschen mehr sehen kann. Ist eine nette Idee. Ja, also es macht auch ein bisschen hell, so richtig im Dunkeln. Es hilft ein wenig, aber ist natürlich jetzt hier kein Suchscheinwerfer. Aber wie ich finde, eine sehr nette Idee, dass man das hier zuschalten kann. Wir haben verschiedene Aufsätze mit dabei. Einmal hier so einen langen, damit man schön überall in die Ritzen reinkommt. Beim Auto zum Beispiel hier zwischen die Sitze oder zwischen Sitz und Tür oder unter die Sitze gut dazwischen kommt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe das im Auto schon mehrfach benutzt. Dafür ist das super praktisch. Und die Aufsätze oder der lange Aufsatz, der wird hier einfach nur eingesteckt hier vorne. Und ups, da geht er schon wieder an. Und dann hält das Ganze schon. Also simples System, da wird nichts eingeklickt, geschraubt, gedreht, geklebt. Nö, einfach nur aufgesteckt. Und dann haben wir noch optionale Aufsteckbürsten, die dann nochmal hier vorne auf die Verlängerung drauf kommen. Die werden auch nur aufgesteckt. Einmal so eine ganz normale Standardbürste. Und die kann man zum Beispiel gut benutzen, wenn man über die Möbel drüber geht, damit man da noch alles Letzte bekommt, ohne was zu verkratzen. Und das hier wird beschrieben als Pet-Bürste auf Englisch oder Haarbürste auf Deutsch. Also ich weiß nicht, ob man hiermit sein Haustier absaugen will. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, es bei Louis auszuprobieren. Der reagiert da manchmal ein bisschen zickig. Also mit dem Staubsauger will ich dem nicht nachrücken, aber ihr seht schon, das ist so eine Bürste mit solchen Silikonnoppen, solchen Gumminoppen hier. Boah, also Petbürste, so steht es in der Anleitung drin. Und was liefert das Ding jetzt hier ab? Ich habe mal den Saugtest gemacht für euch und um das ein bisschen zu veranschaulichen, ich habe hier ein bisschen Futter verteilt, Körnerfutter und feineren Sand und habe einfach mal hier drüber gesaugt über die 2 Linien und ihr seht, das wurde wirklich gut weggesaugt. Beim Sand überhaupt gar kein Problem und auch die etwas schwereren Körner wurden hier perfekt weggesaugt und wenn dann alles hier im Fach drin ist, seht ihr auch, wie das verwirbelt wird. Also diese 75 Watt, ich war überrascht, die bieten schon einiges an Power. Also das ist natürlich kein Tornado, der hier entfacht wird, aber für die kleine Größe, finde ich, hat er eine ganz gute Saugleistung. Doch, man bekommt damit einiges weg. Und auch das Entleeren ist hier recht einfach gehalten. Wenn man einfach nur den groben Schmutz entfernen will, muss man hier vorne die vordere Kappe einfach abnehmen. Dafür einfach mal hier den Stift ein bisschen reindrücken, dann kann man es hier runternehmen und dann hat man hier den Behälter für die gröberen Behältnisse, Staub, Körner, Dreck und das kippt man dann einfach in den Müll. Hier sieht man nochmal von innen, wie das aussieht. Wir haben da auch so eine Gummilippe davor, damit auch der ganze Dreck nicht nochmal rausfällt, falls man das Ding mal kippen sollte. Ja, und das Anbringen geht genauso leicht. Einfach wieder aufstecken und fertig ist das Ganze. Wir haben hier drin noch einen Filter drin sitzen. Wenn man den mal reinigen möchte, auch kein Problem. Wir haben an der Seite den Knopf zum Entriegeln. Den drücken wir, dann können wir diesen ganzen vorderen Bereich hier abnehmen. Und hier steckt dann der Filter drin. Den kann man rausziehen und sauber klopfen, durchpusten und wenn er richtig dolle verschmutzt ist, kann man den auch einfach mal unter Wasser halten, denn das hier ist ein Edelstahlfilter, ein Metall-Edelstahlfilter und den kann man unter fließendem Wasser auch wieder auswaschen, damit er wieder richtig schön sauber wird und dann ein bisschen trocknen lassen und dann steckt man es einfach wieder hier rein. Das geht auch super einfach. Ihr seht, hier ist so eine Gummilippe innen drin, damit das hier rundum schön abgedichtet wird, also einfach nur reinstecken. Hier wieder anklipsen, einmal so und dann ist die ganze Geschichte auch schon fertig. Als Schalter haben wir hier den On-Off-Button
Und hier oben drüber haben wir nochmal eine Anzeige für den Akku. Ja, und direkt hier unten drunter, da sitzt dann unsere Lichthupe, wenn es mal richtig vorangeht. Na, so, der war nicht richtig drin. Tja Leute, und was soll ich euch noch viel mehr erzählen? Also ich fand das Ding hier wirklich überraschend gut und bin froh, dass wir den haben für die kleineren Schweinereien, die hier immer mal so passieren, wenn irgendwas verschüttet wird. Es wird mal ein bisschen Futter verschüttet, Krümel auf der Couch oder zwischen den Kissen in der Couch. Da kommt man mit diesem langen Aufsatz auch wunderbar dazwischen. Oder auch in meinem Fall, ich habe mir es ganz speziell geholt fürs Auto, damit ich nicht immer hier an diese Saugstation fahren muss und dann kann man hier ganz flott von zu Hause aus ohne Kabelverbindung den Dreck wegmachen. Und das hat auch sehr schön funktioniert. Man kann übrigens auch natürlich völlig ohne Aufsatz hier saugen. Auch das ist möglich, der hat dafür genug Leistung. So Leute, das war's. Ein kurzer Ausflug in den Haushalt mit dem Einopi Strong Power Cordless Vacuum Cleaner. Ja, also ein starker kabelloser Handstaubsauger. Wie gesagt, 2600 mAh großer Akku. So gute 25 Minuten kann man mit dem Teil saugen. In 3 Stunden ist es vollgeladen. Ihr braucht keine extra Filter. Der Filter ist auswaschbar, lässt sich alles leicht reinigen und öffnen. Saugleistung ist gut und ein paar Bürsten und Aufsätze gibt es auch noch mit dabei. Und das Ganze für um die 53 € habe ich dafür bezahlt. Ihr könnt den Link hier unten in der Videobeschreibung finden, wenn ihr auch sowas braucht für die kleinen Schweinereien im Leben, also im Haushaltsleben, meine ich. Und damit wäre es das auch gewesen. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Meeplecat.